Ich möchte heute mit euch eine Handyhülle machen, die so ist wie die, nur dass sie nicht genäht ist, sondern geklebt. Das möchte ich aus diesem Leder hier machen. Dafür habe ich mir ein Schnittmuster gemacht für mein Telefon, welches ungefähr an allen Seiten 5 mm länger ist. Dieses Schnittteil lege ich nun zweimal hintereinander auf das Leder, damit ich es dann einfach nur umklappen kann und an den Seiten zusammenklebe. Dazu suche ich mir eine geeignete Stelle im Leder aus, wo ich beide Teile aneinander legen kann und zeichne mir mit einem Silberstift die Schnittteile vor. An der Stelle, wo ich die Teile zusammenlege, mache ich mir eine kleine Markierung. Hier, das ist dort, wo ich dann das Schnittteil falte. Wenn ich mir dann alles aufgezeichnet habe, schneide ich mit einem Cuttermesser das Leder zurecht. Man kann es auch mit einer Schere machen, aber mit einem Cutter geht es bei dem Ziegenleder besonders gut. Das ist nun also unser fertiges Schnittteil, was wir jetzt in der Mitte falten können. Als nächstes brauchen wir dann einen besonderen Lederkleber, der im Prinzip wie ein Kraftkleber ist, nur dabei elastisch bleibt. Jetzt werden wir die beiden Seiten jeweils dünn, diese 5 mm mit Kleber bestreichen. Dabei müssen wir beachten, dass der Kleber wirklich dünn aufgetragen wird und gleichmäßig alle Flächen bedeckt sind. Jetzt müssen wir
ungefähr 5 bis 10 Minuten warten, bis die Oberfläche vom Kleber getrocknet ist. Vorher können wir den Kleber mit einem kleinen Stück Leder nochmal gleichmäßig verteilen, so dass der Kleber wirklich bis zum Rand das Leder bedeckt. Wenn der Kleber trocken ist, können wir das Schnittteil zusammenklappen und die beiden Kanten ganz genau aufeinander legen. Nun drücken wir die Kanten erstmal lose zusammen. Aber damit der Kleber wirklich hält, müssen wir am Ende mit viel Kraft die beiden Hälften zusammendrücken. Und am besten geht das hier mit einem Hammer. Mit dem Hammer richtig ordentlich fest.